Vorsicht, Schmierseifqualität. Früher Elektrizität, heute Artenschutz. Recycling. Was soll dort denn werden? Windrad? Weil das hier so eckig auskommt. Das abgesteckte. Nummer 2. Aller guten Dinge sind 3. Ich tippe mal auf Windräder. Ja, da haben wir Pech. Sowas wie ein Bahnübergang haben wir jetzt gerade nicht da. Tue ich mal so, als würde ich den Bahnübergang filmen und schwenke dann zu den Rehen rüber, bevor sie im Wald verschwinden. Ja, noch habe ich sie nicht vergrault. Dann gehen wir weiter. Da stehen sie am Feld, da hinten die Rehe. Näher kann ich nicht ranzoomen. Jetzt sind sie aufmerksam geworden und beobachten, was der Typ hier tut. Ja, einen Weg gab es nicht, muss ich das hier nehmen, um in die Richtung weiterzukommen. Keine Ahnung, was das für eine Kapelle ist, da muss ich nachher recherchieren. Ich komme noch nicht näher ran, das ist auf Privatgelände. Ja, rein technisch hatte ich mit meiner Vermutung recht, dass ich hier an der Baumlinie einen Weg finden würde. Aber leider nicht in die Richtung, in die ich will. Na gut, müssen wir einen weiter. Gruseliger Fund. Bahnhofsweg, obwohl es hier weit und breit keine Gleise gibt, ne? Wer meine Spurensuche kennt, weiß, welche Bahnlinie das betrifft. Jetzt war er sich versteckt. Der hat mich bemerkt. Ich habe den Schweifen nicht richtig erkennen können. Ist entweder ein Biber oder ein Nutria. Moderne Mauer, trendige Mauer, umgekippte Mauer. Ja, ist der Scholz Klotwiglauf? Ne, der ist im April, aber wenn wir schon mal da sind. Ist das Kunst oder ein Eingang für ganz schmale Leute? Aber das ist Kunst. Steht auch extra dran. Ja, damals bei der Spurensuche Bahnlinie Distelrad-Emken war das hier in der Erschließung. Jetzt ist von der Streckenführung praktisch nichts mehr zu erahnen. Es ist jetzt bebaut. Woher wussten die, dass ich heute vorbeikomme? Bei dem Wetter schlecht zu sehen, das soll eine Sonnenuhr sein.
soll aus dem Weg sein. Spuren. Ein Reitweg. Besser als Asphalt. Die Qual der Wahl. Da verschaffen wir uns mal Überblick vielleicht da oben. Spannende Frage. Geht das jetzt so zu den Hochsitzen oder ist das eine Abkürzung hier auf einem anderen Weg? Die Lösung ist... Jep, hier ist ein Weg. Okay. Ja, hier unten ist es aber ein bisschen interessanter, würde ich sagen. Gehen wir mal hier unten in dem Gelände kreuz und quer, so wie ich hier Wege finde. Ja, das ist interessant. Hier liegen sogar noch Gleise. Das kann ja eigentlich nur ein alter Anschluss von damaligen Bergbauzeiten gewesen sein. Hinten endet es. Dem Ross nach auch nicht allzu sehr benutzt, aber hier sind die Anlagen noch da in dem Bereich hier. Hier sind wir auf der sicheren Seite. Vom Marienfeld aus war das nur als Werkstraße zwar bezeichnet, aber ohne Einschränkungen. Wenn du von der Seite kommst, dann steht da, dass Unbefugte da nicht rein sollen. Einbahnstraßenregelung, wa? Und von Arnos Obstgalerie kommend, war noch nicht mal als Werkstraße beschildert. Da liegen keine Gleise mehr. Warum ich denke, dass da Gleise lagen? Weil hier eine Brücke ist, die in Richtung einer Bahnlinie führt, die noch aktiv ist. Da ging es mal durch. Warum stehe ich hier im Straßengraben? Deshalb. Hier guckt auch noch ein Gleisanschluss raus. Nee, da lassen wir uns nicht irritieren. Hier ist ein Weg. Ob wir hier durchkommen, finden wir es raus. Ja, doch, ist eine Spur, ist ein Weg, Radspuren, alles klar. Der Vollständigkeit halber an der Landstraße drüben ist ein Radweg. Aber bei der Sorte Schwarzfahrt gibt es, glaube ich, kein Knöllchen. Genau mein Humor. Noch ist eine Spur zu sehen. Da haben wir das Zieselsmaar. Das kann ich sagen, weil es beschildert war. Etwaige andere Ortsangaben muss ich nachher einblenden. Denn hier in der Gegend bin ich noch nie gewesen. Ich habe keine Karte und habe keinen blassen Schimmer, wo mich mein Weg heute hinführt. Der hier so gerade eben noch schwach zu erkennen ist. Ich habe doch eine schwache Hoffnung, hier doch mal noch durchzukommen. Irgendwie um das Gelände herum. Ist das nicht schön? Ja, was sagt die Uhr? 500 Meter und schon steht der Filfo in der Matsche. Da ein Zaun vom Zieselsmaar, hier der Zaun von der Autobahn. Ja, jetzt sind die Socken nass. Das fängt ja gut an heute. Und hier sieht es so aus, als ob der Autonormalwanderer es aufgegeben hätte. Jetzt geht es ohne Weg weiter. How far can we push this? Jetzt habe ich auch keine Lust mehr umzudrehen. Okay, ich bin jetzt nicht um das Zieselsmaar rum, aber im Endeffekt genau da, wo ich hin wollte, da ist die Straße.
und die Unterführung unter der Autobahn. Letzten Endes hatte ich da ja doch hingewollt. Einigermaßen nach Plan, wenn jetzt hier kein Zaun ist. Da haben wir Glück gehabt. Okay, der ist zwar schön, aber der scheint noch ein bisschen schöner zu sein. Und was haben wir hier? Alternative zu dem Weg unten. Was mag das hier sein? Da eine Böschung und dazwischen ein ebenes Bankett. Soll das mal ein Gleisanschluss für irgendwas gewesen sein? Hier ist der Bergbauzeit. Okay. Es hatte wohl schon einen Grund, warum es kurz vorher links auf den Weg, Parallelweg, runterging. Oh, siehst du? Und ich habe natürlich wieder richtig geraten. Ehemalige Gleisanlagen. Hier sehen wir noch Artefakte. Da haben wir wieder was entdeckt, weil der Weg versperrt war. Okay, weiter. Nicht im Plan, aber die grobe Richtung, die ich mir vorgenommen hatte, Zieselsmar, irgendwie, was mag das jetzt sein, Köln-Brühler-Gegend und dann rechts ab irgendwo Richtung Liebla und dann von da irgendwie wieder zurück. Das ist die grobe Idee. Hier endet die Benutzung durch die anderen Leute. Jetzt haben wir die Wahl. Da ist Sackgasse, man sieht, Landstraße, da wollen wir nicht. Dann gehen wir runter auf den Weg. Moment mal. Was entdecke ich hier im Augenwinkel? Das könnte dann mal der Versuch einer Umgehung des Gestrüpps da oben gewesen zu sein. Aber das haben die Wanderer dann anscheinend aufgegeben. Okay, das ist wieder Straße. Dann wenden wir uns doch dem Wanderweg zu. Dann haben wir zumindest mal verifiziert, dass es hier dann doch nicht signifikant weitergeht. Ja, hätte ich direkt im Mang hier quer gehen können, wenn ich gewusst hätte, dass hier ein Weg ist. Ein Tipp für die Ortskundigen, wenn ihr bis da gekommen seid, an dem Gestrüpp hier, einfach hier rüber, dann seid ihr wieder da. Ja, wo mich der Weg nach Berrenrath geführt hat, habe ich gedacht, ich könnte euch was erzählen, aber das, was ich dazu hätte finden müssen, war da nicht zu finden. Warum? Weil es offenbar zwei Berrenraths gibt. Einmal vor der Bahnlinie, einmal hinter der Bahnlinie. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Ja, so weit in die Richtung wollte ich ursprünglich gar nicht. Ja, siehst du, wie die Pläne ändern können. Hier oben haben wir auch reichlich Auswahl. Linke Hand liegt Berrenrath. Und rechter Hand liegt jetzt irgendwo der Otto-Meikler-See. Und was ich euch hatte erzählen wollen, war, dass der Volkslauf rund um den Otto-Meikler-See jetzt im Berrenrath startet, am Wendelinusplatz, dann rüber zum See führt und da mit Wendepunkten dann die jeweiligen Distanzen zusammenstellt. Ich glaube, das ist neu. Früher sind die ja hinten in Dingenskirchen gestartet. Eine Böschung. Es geht bergab, es wird nass. Da unten, das ist dann, wenn ich mich jetzt nicht völlig verlaufen habe, der Otto-Meikler-See. Ja, das ist der obere Weg, da unten ist der untere Weg. Und dann wendepunktiert das hier rum, oben oder unten und dann wieder oben oder unten zurück. Und dann auf der anderen Seite dasselbe Spektakel, das ist die neue Strecke vom Volkslauf Hürth. Damit ihr mir das auch glaubt, ich habe mich tatsächlich nicht verlaufen, ich stehe jetzt nochmal dran. Okay, das ist der bessere Weg. Aber ich wollte eigentlich auch eher in die Richtung, nicht? Oh, das gibt jetzt schöne viskositäre Diskalkulationen. Das ist weicher, als es aussieht. Bleiben wir lieber in der Fahrspur. Ich meine, das wäre auch Teil der damaligen Strecke gewesen. Vom See wieder weg.
Nee, die ehemalige Wettkampfstrecke war vorher schon mal links abgegangen. Aber bevor wir jetzt da auf den Asphalt gehen, voreilig, gucken wir noch mal. Ein Reitweg. Wunderbar. Hier kann man schon mal die Hauptspur verlieren. Tja, da denkst du in der Wille, ehemalige Bergbaugebiet, da gibt es nur Kieswege, alles gleichförmig. Ja, dann triffst du auch sowas. Das ist praktisch. Freigeschnittene Gasleitung parallel zur Straße, sparen wir uns den Asphalt. Mittlerweile sehe ich ein, ich muss bis nach Hürth rein, bevor ich hier eine Gelegenheit finde, die Bahnlinie zu überqueren. Die letzte Gelegenheit ist mal alles nur Firmenzufahrten. Da haben wir Hürth und da komme ich endlich wieder in die Richtung, die ich wollte. Das ist zwar rustikal, aber das geht in die Richtung, die ich jetzt nicht wollte. Dann nehmen wir mal die Unterführung. Die Urban Explorer. Was haben wir hier? Ein paar Ruinen im Wald. Ja, da war da Geheimtür zum Betriebsgelände. Alter Bunker. Interesting. Und so schön sauber. Kein Graffiti, kein Rost. Verdächtig. Ah, das ist so ungefähr die Landschaft, die ich mir vorgestellt hatte. Irgendwie sowas. Hier mal ein Bergbaugebiet. Und jetzt stimmt auch meine Richtung wieder. Mal gucken, wie es weitergeht. Und dann biegt der Weg mitten ins Gelände rein. Wunderbar, Achtung, liebe Zeit. Das ist kein Biberdamm. Das ist ein Idiotensteg. No. Ich hätte mich daran erinnern sollen, dass ich in der Wille bin. Das ist mir doch schon mal passiert. Ne? Damals beim Trailrun Wille, der eine Graben, den ich mit Knie tief kalkuliert hatte und dann genauso tief war. Hauptsache, ihr habt was zu lachen gehabt. Nee, also dafür, dass ich hier in einer vermutet trockeneren Gegend. Warum führt dann ein Weg hier hin? Hä? Hier ist eindeutig ein Weg. Der ist auch befahren. Bis zu dem Schild vorhin war Zugang auf eigene, betreten auf eigene Gefahr. Und dann links rennst du da rein, Kilometer weit, und dann wollen sie nicht weiterlassen. Nee, 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 nee. Jetzt bin ich aber doch wieder an der Straße, an der ich eigentlich nicht hätte auskommen wollen. Es führt ja kein Weg nach Westen, außer dieser Schleife hier. Aber da die Berufsgenossenschaft wohl zusagt hier. Da waren wir vorhin. Deshalb wollte ich nicht an der Straße zurück, sondern eher Richtung Liebla. Aber dank Kiesgrube war das nicht machbar. Nee, da waren wir jetzt viel zu früh wieder zurück zum Auto. Da machen wir nochmal einen zweiten Versuch am Zieselsmar. Also nicht da rein. Gucken wir mal, ob wir hinten rum noch was sehen. Ja, hier können wir ein bisschen was sehen. Dass man bestenfalls im Winter durch die kahlen Bäume überhaupt was sieht, könnte damit zusammenhängen, dass es ein Freikörperkulturgelände ist. Hier verschlägt es mich jetzt Richtung Brüggen. Und was haben wir hier? Eine Trailrunnerbank. Zumindest mal eine Chance, den Matsch aus den Schuhen zu kriegen. Einigermaßen. Da oben trocknet es schon. Ich glaube nicht, dass ich hier noch einen Bach finde, in dem ich das mal gründlicher reinigen kann. Jo, hier sind wir jetzt. Man war letzte Woche, da bin ich von auf der Runde Tür nicht frechen, bin ich nachher hier rausgekommen.
und dann durch die Orte zurück. Okay, dann schließen wir heute praktisch daran an. Nicht irritieren lassen, dass da hinten war der Ort Brüggen. Das ist der Weiler Brüggen. Das dürfte wieder Bernrad sein. Da hatten wir die ersten Abenteuer am Beginn. Und das ist ja, die wir am Anfang verschmäht haben. Nehmen wir jetzt auf den Rückweg und dann haben wir eine schöne Runde geschafft. Keinen Fuß in das Gebiet gesetzt, was ich eigentlich erkunden wollte, aber was soll's. Ja, was anderes entdeckt.